Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Per WhatsApp schreibt uns jemand: Liebe Isolde, lieber Daniel, es ist so erfrischend, die Sendung Hoffnung um 12 zu hören. Ja, ich kann danken, dass ich meine Schulter wieder bewegen kann. Es ist für mich ein Wunder. Ja, Gott tut Wunder und das möchten wir euch weitererzählen. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute zu dem Thema: Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Es sei denn, du lässt es zu. Du bist der, der entscheidet. Umstände. Was für Umstände? Krankheit, Not, Alter und so weiter möchten dich gerne in eine Ecke schieben zu lauter Gleichgesinnten, die sich auch schon in die Ecke haben treiben lassen. Und du sagst: Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, wieder voll in volle Fahrt zu kommen. Und du lässt dich treiben in die Ecke hinein, wo viele Leidensgenossen sind, die einer sagt, größer seine Not als der andere und einer stöhnt lauter wie der andere und du fühlst dich eigentlich so verstanden, aber es ändert sich nichts, weil du dich hast treiben lassen. Ich sag dir, hab das Ziel vor Augen und nicht die Ecke, wo sich alle reintreiben lassen, die irgendwie Sorgen haben und möchten nicht die Kraft aufwenden, dem Wind zu widerstehen. Das Segel sollen wir immer wieder so setzen, dass es im vollen Wind ist. Und wenn wir im vollen Wind sind, dann haben wir auch Kraft, vorwärts zu kommen. Das ist zum Teil unangenehm, aber wir kommen vorwärts. Und lass dich nicht treiben, lass dich nicht treiben, lass dich nicht abtreiben in irgendwelche Ecke, sondern habe das Ziel vor Augen. Du bist manchmal alleine mit deiner Not, mit deiner Krankheit, weil die ganzen Jammerer irgendwo in der Ecke sind. Aber ich sag dir, fahr dem Ziel entgegen. Fahr dem Ziel entgegen. Du wirst eine Freude haben und Gott wird dir heraushelfen. Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Nur du bestimmst deine Richtung. Danke, Herr, dass ein jeder, der jetzt zuschaut, sagt: Ja, ich will die Kraft aufwenden, dass meine Umstände nicht die Richtung bestimmen, sondern das Ziel die Richtung bestimmt. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ein Mann schreibt für seine Mutter folgendes Gebetsanliegen: Meine Mutter liegt mit einem Schlaganfall, Hirnblutung links, im Uniklinikum. Der Ausgang ist medizinisch unklar, jedoch bin ich realistisch und erwarte ein Wunder. Sie ist gläubig und vertraute immer darauf, dass Gott sie behütet. Und es wäre mir wertvoll, wenn Sie diesen Wunsch mit ins Gebet nehmen könnten. Wunder passieren. Ich durfte dies schon erleben und wünsche nun eines für meine Mutter, dass sie bald wieder in ihrem Wohnzimmer zu Hause auf dem Sofa sitzen kann. Vielen herzlichen Dank. Und Jesus, du siehst diesen Wunsch und du siehst auch dieses Vertrauen und diesen Glauben von diesen beiden Menschen. Und ich danke dir, dass du eingreifst in diese Situation, dass du diese Mutter heilst von diesem Schlaganfall, dass du diese Hirnblutung wegnimmst und dass das Gehirn wieder normal funktioniert und dass keine Folgen dieses Schlaganfalls mehr zu spüren sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Wunsch erfüllst, dass sie wieder nach Hause kann und in ihrem Wohnzimmer sitzen. Und ich danke dir für dein Eingreifen, Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. So wie dieser Mann auch gesagt hat, dass er glaubt, dass du Wunder tust. Und wir danken dir dafür, dass sie es wirklich erleben dürfen. Amen. Amen. Und ein Wunsch für Gebet für einen Freund. Liebe Geschwister, wir danken euch für eure Gebete. Wir bitten für einen Freund, der mit ALS angegriffen wird seit über einem Jahr. Er muss künstlich beatmet werden. Er und seine Frau glauben an Jesus und die Heilung, die er uns erworben hat. Bitte unterstützt sie im Gebet. Danke.
Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Freund kennst, der mit ALS da niederliegt, der künstlich beatmet wird. Und ich danke dir, dass diese Lunge wieder normal funktioniert. Ich danke dir, dass diese Muskeln wieder ihre Funktion aufnehmen, dass diese Nerven wieder normal funktionieren, dass die Leitung in die Nerven wieder funktioniert. Und ich danke dir, dass diese Krankheit auch besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst, dass alle Organe wieder funktionsfähig sind, so wie du sie geschaffen hast in deiner göttlichen Schöpfungsordnung. Ich danke dir für dein Eingreifen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Das Einzige, was noch helfen kann, ist beten, sagt diese Frau. Sie schreibt, ich leide an einer starken Depression, an Minderwertigkeit und an einer Sucht. Medikamente helfen nichts mehr, auch therapeutische Beratung nicht. Ich bin völlig am Ende. Das Einzige, was mir noch helfen kann, ist beten, dass Jesus eingreift und die Situation wendet. Bitte, bitte steht für mich im Gebet ein. Danke. Ja, das Einzige, was noch helfen kann, ist beten. Ich kenne noch eine zweite Sache. Das ist, erkenne deine Identität. Erkenne, wenn du zu Jesus gehörst, dass du ein Kind des Königs bist und nicht ein Kind der Sucht, ein Kind der Minderwertigkeitskomplexe und all diesem. Wechsle deine Identität und es wird auch wieder Freude in dich hineinkommen. Herr, ich danke dir dafür, dass du dieser Person begegnest, dass sie wirklich auch ihre Identität wechselt. Herr, von dem ganzen Leiden, Minderwertigkeit und der ganzen Sucht der Depressionen, Herr, dass das nicht die Identität ist eines Kindes von dir, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir Kinder von dir sein dürfen. Und Herr, danke, Herr, dass Depressionen und was auch immer, auch die Sucht, Herr, wirklich nicht was ist, wo wir ertragen müssen, sondern wir frei werden können, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir vor dir befreit sein dürfen und danke, Herr, dass auch dieser Person die Freiheit schenkst, aus all diesem Zeug herauszukommen. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Schmerzen und Bewegungseinschränkung durch Hüftarthrose. Ich wünsche mir Wiederherstellung des Hüftgelenks. Vielen lieben Dank im Voraus. Ja, wir wünschen dir, dass du wieder hüpfen kannst und dass du wieder richtig Freude am Leben hast. Und danke, Herr, du schenkst Freude am Leben. Und danke, Herr, dass auch, Herr, diese ganze Arthrose verschwinden muss und dadurch auch die Schmerzen und die Bewegungseinschränkungen. Herr, wir rufen Heilung hinein. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du Wunder tust. Amen. Amen. Und wir wollen dich ermutigen mit folgenden Zeugnissen. Gott weiß, was wir brauchen und tut Wunder. Das Studium meiner Tochter musste im November 2020 schließen. Es war kein Geld zum Überleben da. Sie ist alleinerziehend mit zwei Kindern. Der Vater hat auch die monatlichen Unterhaltszahlungen eingestellt. Ich hatte große Angst, dass sie depressiv wird. Danach habe mich für Gebet an euch gewandt. Es ist ein Wunder geschehen. 10 Tage später war die Öffnung da, aber nur in unserem Bezirk. Sie durfte mit den Friseuren aufmachen, was überhaupt nicht zu erwarten war, da es sich um eine körpernahe Dienstleistung handelt. Wir glauben, es war ein Wunder. Unserem himmlischen Vater und auch euch vielen Dank für die Hilfe und Gebetsunterstützung. Danke, dass es euch gibt. Und wenn auch nirgends irgendetwas geht, aber Gott hat eine Lösung. Und eine ganz spezielle Sache, ja, und Gott hat eine Lösung, schreibt auch diese Person. Gott hat meine und ihre Gebete erhört. Es ging darum, dass eines unserer Pferde nicht zu uns gepasst hat und ich einen neuen Platz suchen musste. Schier unmöglich hier in Portugal. Doch bei ihm sind keine Dinge unmöglich. Wir konnten das Pferd über einen Mittelsmann nach Deutschland verkaufen. Er wird demnächst mit einem Sammeltransport abgeholt. Danke.
danke für euer Mittragen, für diese spezielle Sache. Und das ist wirklich eine spezielle Sache. Und Gott kümmert sich auch darum. Und eine Frau schreibt von einer Heilung von Rückenschmerzen. Ich habe die DVDs der Gebetsnacht von 2019 angeschaut. Als Isolde ihr Gebet über Heilung gesprochen hat, mit Verweis auf Jesaja 43,19 und gemäß 2. Korinther 6,2 proklamiert hat, jetzt ist die Zeit des Heils, habe ich eine körperliche Veränderung gespürt. Meine Rückenschmerzen durch Bandscheibenvorfall ausgelöst sind verschwunden. Es ist nur noch ein leichtes Kribbeln in den Fußsohlen zu spüren. Er macht alles neu. Ihm ist alles möglich. Ja, und sogar bei DVD anschauen heilt Jesus. Wie wunderbar. Gebetserhörung für den Sohn. Und eine Frau schreibt uns, ihr habt für meinen Sohn gebetet. Durch eine Blutuntersuchung wurde festgestellt, dass eine Lungenembolie drohte. Er kam mit Schmerzen ins Krankenhaus. Beim Ultraschall und Szintigramm wurde dann aber nichts entdeckt. Bei einer erneuten Blutuntersuchung konnte auch nichts mehr festgestellt werden. Ich danke Gott, dass er die Gebete erhört hat. Gott erhört Gebet. Und wenn es ein Pferd in Portugal ist, dass das Problem ist, es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. Aber ich glaube, Gott hat auch viel Freude daran, uns zu helfen. Und da wird es nie langweilig mit uns Menschen auf der Erde. Hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Schreib uns, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung, aber welche Umstände haben dich vielleicht vom Weg abgebracht, nicht vielleicht vom Glaubensweg, sondern haben dich in eine Ecke getrieben, wo du sagst, ich bin ganz allein, meine Kinder mögen mich nicht mehr oder was auch immer. Welche Umstände haben das getan? Ich sag dir, deine Umstände sollen das nicht tun. Widerstehe. Es heißt auch in der Bibel, widerstehe dem Feind, so flieht er. Da müssen wir was tun. Und es ist anstrengend, nicht immer bequem. Aber wir sollen nicht uns von den Umständen in eine Ecke treiben lassen. Wenn du Sorgen oder Nöte hast, dann schreibe uns. Wir beten für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, auch heute wieder. Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung, ist der Untertitel dieses Buches. Und wenn du sagst, da muss ich mehr wissen, kauf dir dieses Buch. Kommt Ihnen Ihr Leben manchmal vor wie ein Boot, das vom Wind hin und her getrieben wird? Dann ist es an der Zeit, das Ruder in die Hand zu nehmen. Du bist der Steuermann deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern du bestimmst, wo es hingeht. Inspiriert von einem Segeltörn hat Daniel Müller das Buch Bleib auf Kurs geschrieben. Entdecken Sie, was man beim Segeln über Gott und das Leben lernen kann. Und erfahren Sie, wie Ihre Umstände nicht die Richtung Ihres Lebens bestimmen müssen. Einfach und klar, tief und verändernd. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter missionswerk.de oder unter 0800 240 44 70. Schön, dass du mit dabei warst. Wir freuen uns darüber und wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.